Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie Sie auch im Internet Explorer das sogenannte Prefetching abschalten können. Prefetching haben wir in dem entsprechenden Firefox-Video genauer angesprochen, deswegen hier jetzt nur die Kurzfassung. Beim Prefetching werden eventuelle Seiten vorab geladen, die Sie nie besucht haben und die Sie eventuell auch nie besuchen wollen. Das kann zumindest theoretisch zu Ärger führen. Wenn Sie das Ganze im Internet Explorer abschalten wollen, ganz einfach. Zuerst klicken wir hier auf unser Menü und dann haben wir hier die Internetoptionen. Dann haben wir hier erweitert. Da müssen wir ein bisschen nach unten scrollen, bis wir nämlich den Punkt bekommen, Sites und Inhalt im Hintergrund laden, um die Leistung zu optimieren. Da werden also Seiten schon vorher geladen und das können wir eventuell nicht gebrauchen. Deswegen die Checkbox einfach rausnehmen, übernehmen anklicken und das war's dann auch schon. Okay.